So now you're here again, knocking at my door. A little too late for, I'm sorry for. The lights went out cause you kept cutting the cord. And I started to fade into your gray. See, I finally opened up my eyes. And I saw me coming back to life. That I'd be better without you inside. It's time to be someone I wanna recognize. So, leider ist heute nichts geworden hier. Kann man halt haben. Ich habe noch nicht so viel Erfahrung hier in der Unterwarnung zu angeln und ich hoffe, dass morgen in der Oberwarnung ein bisschen mehr rauskommt. Ich habe heute die Sherry-Stick von Zegma ausprobiert. Das ist eine sehr schöne Route. Sehr schöne Aktion, harter Blank, schön schnell. Also die ist echt top. Die kann ich nur weiterempfehlen zum Barschangeln. War heute mein erstes Mal damit. Und die Berührung alleine, also das geht 1 zu 1 im Blank rüber, also endgeil. Vielleicht habe ich damit in Zukunft ein bisschen mehr Vergnügen. Gut, alles klar, ich werde zusammenpacken. Mir bleibt leider nichts anderes übrig. Morgen früh geht es dann weiter mit in den Garten. Da müssen wir noch ein bisschen Stunden leisten. Und wenn ich damit fertig bin, geht es natürlich gleich ab ans Wasser. Und dann muss ich selber noch entscheiden, wo es hingeht. Ich weiß es selber noch nicht. Lasse ich mich selber überraschen und ich hoffe, ihr habt Spaß dabei, denn mir nochmal zu gucken. Ich weiß leider, sind gleich die Batterien alle auf jeden Fall mega, mega geil, oder? Oh, ich liebe das, sowas, so einen Sonnenuntergang zu sehen. Herrlich. Deswegen bin ich gerne draußen, um so eine Aufnahme auch für euch dann aufzunehmen. So, herzlich willkommen bei meinem dritten Video. Ich bin gerade wieder auf dem Weg ans Wasser. Ich musste leider gerade einen Stau in Kauf nehmen. Was soll ich dazu sagen? Es schmeißt mich zeitlich ein bisschen weiter nach hinten. Ist jetzt schon stressig. Ich war heute noch bei der Gartengemeinschaftsarbeit, sowas in der Art, und musste da Arbeitsstunden ableisten. Deswegen alles ein bisschen stressig heute. 3 Stunden war ich da vor Ort. Ist mal ein bisschen, ist natürlich eine ganz andere körperliche Beanspruchung. Halb so wild, jetzt geht's ans Wasser. Ich hoffe, dass ich jetzt alles noch hinkriege. Das heißt, ich muss natürlich Schlauchboot aufpumpen. Das habe ich natürlich wieder mit dabei, weil heute geht's wieder mit auf Wels. Vielleicht klappt es heute, vielleicht klappt es beim nächsten Mal. Wer weiß, das ist immer so spannend und aufregend. Da gehört halt wieder viel Vorbereitung, weil ich noch nicht hundertprozentig schlüssig bin, wo ich jetzt hinfahre. Ich habe jetzt eine Richtung, ich werde hinfahren. Ja, jetzt habe ich knapp noch 2,5 Stunden Zeit. Ich hoffe es unbedingt, dass ich das alles noch fertig kriege. Entweder bleibe ich da vor Ort oder ich fahre trotzdem noch mit dem ganzen Equipment hoch. Jetzt brauchen wir noch ein abgeschlipptes Auto, ne? So, ich bin jetzt quasi am Wasser. Problematisch ist jetzt, ich habe gerade gesehen, da ist eine Baustelle. So, und naja, Lärm ist halt nicht so gut für die Fische. Egal, wie weit ich jetzt drum herum fahre, ich versuche jetzt hier gerade einen anderen Weg zu finden. Für mich untypisch, weil ich hier noch nie gewesen bin. Ja, ich hoffe, ich fahre mich jetzt hier nicht fest, sonst Game Over. Sonst habe ich hier verloren. So, doch, scheint. Gut, funktioniert. Gut, jetzt bin ich gerade hier am Lager. Versuche mein Equipment hier aufzubauen. Versuche gerade ein bisschen rumzuspielen hier bei der neuen Technik. Habe nicht mehr viel Zeit. Man sieht, die Dämmerung fängt jetzt langsam an. Denn das ist eine Baustelle. Mal gucken. Ich hoffe, das verjagt den Fisch nicht. Hier ist viel Fischaktivität. Also ich muss mich schnell beeilen, damit ich hier alles fertig hinkriege. Boot aufbauen und Co. Ja? Aber hier, guck mal. Gut, es sieht, es macht den Kameramann überflüssig hier mit meiner neuen Technik, die ich jetzt hier immer mit am Start habe. So.
Geräuschepegel ist natürlich extrem hoch. So, gut, alles klar. Hier, mal einen kleinen Einblick. Aufgepumpt. Ja, das ist der Kompressor, der haut natürlich jetzt die ordentliche, die 0,7 Bar für den Luftdruckboden rein. Danach baue ich gleich das Zelt auf und diese Hyperlapse-Videos erspare ich euch in diesem Video. Würde auch für mich jetzt auch ein bisschen mehr Zeit in Anspruch nehmen. Ich muss unbedingt ein paar Köderfische stücken, das Zelt aufbauen und dann mal gucken. Man sieht es, wie ich ja vorhin schon erwähnt habe, es wird dunkel jetzt. So. So, bin jetzt mitten auf dem Angelplatz, versuche hier gerade vergebens Holz zu suchen, aber ich finde hier nichts, hier ist gar nichts, also hier ist zwar so viel Wald, aber hier waren auch viele andere Angler vor mir hier, die haben anscheinend das ganze Holz weggesammelt, ich habe jetzt ja wahrscheinlich keine Möglichkeit hier ein Feuer zu machen, was auch nicht so schlimm ist, habe ich ein bisschen ruhiger, ein bisschen abgelegener, leider habe ich nicht so viel geschafft, alles zu machen, was ich wollte hier beim Angeln. Eigentlich wollte ich hier einen anderen Angelplatz befahren, aber dadurch, dass es hier schon so spät ist und ich wahrscheinlich keine Zeit mehr gehabt hätte, alles aufs Boot raufzuschmeißen, von A nach B zu fahren, habe ich dann mehr denn doch überlegt, dann hier zu bleiben und jetzt bin ich hier. Und leider hat man hier auch ein paar Menschen, was nicht so schlimm ist, aber kann auch natürlich ein bisschen nervig sein. Aber die kommen hier nicht auf die andere Seite, die haben ja kein Boot. Gut, alles klar. Ich versuche hier noch weiter mein Video abzudrehen, dass was geht, wenn was geht. Heute wieder auf Wels aus. Mal gucken, was heute kommt. So, da meine Selfie-Kamera, die ich jetzt hier fertig gemacht hatte. Hier, der Gimbal. Das ist der, der mich verfolgt hatte vorhin. Wenn diese eine Lampe leuchtet, zoome ich gleich mal ran, dann ist es zu kalt anscheinend. Also die Hersteller haben anscheinend nicht mit gerechnet, dass wenn es kalt ist, quasi, weil viele Leute sind aber im Kalten unterwegs, im Herbst, wir haben ja noch nicht mal Winter, so richtig, was haben wir jetzt, 8 Grad, 7, 8 Grad, guck mal, ich bin hier relativ leicht bekleidet noch und dann versagt diese Technik, also ich kann es nicht nachvollziehen, also die ist von DJI, an sich funktioniert das Ding einwandfrei, wenn es halt warm genug ist, es ist verrückt, ich bin, naja, irgendwie enttäuscht. Muss ich jetzt ein bisschen mehr mit der Hand filmen. Ich habe es halt cooler vorgestellt. Das ist halt das, wenn man nicht zu zweit unterwegs ist. Man hat hier keinen Kameramann, die halt die Aufnahmen für mich übernehmen. Absolut. Ich werde es hier trotzdem weiter durchziehen. Ich muss jetzt meine Montage fertig machen, die Welsroute fertig machen, auslegen und dann geht's los, dass die dann halt abgespannt ist und fertig, damit die, wenn ein Wels kommt, das Ding sich hier reinziehen kann. So, hier nochmal ein bisschen ein kleiner Überblick von meinem Lager. Schön getarnt hier alles. Wind kam auf, oder? Guck mal hier. Hier ist mein Schlafplatz. Das ist meine Liege. Zeige ich euch auch irgendwann nochmal in einem Video. Der ist jetzt gerade auf Wintermodus umgestellt. Also bei weit unter Minustemperaturen kann ich dann auch draußen schlafen. Hindert mich nicht daran, solange die Warnow offen ist. Und auch die anderen Gewässer kann ich halt damit dann auch immer angehen gehen. Dann lohnt sich das natürlich auch. Ja, Holz habe ich hier jetzt leider nicht gefunden. Halb so wild. Ich stelle euch nachher mal hier die coole Kamera. Quatsch, die Kamera. Hier das coole Licht mal vor. Ne? Jetzt hier tagsüber bringt es jetzt nichts. Aber nachher, wenn es dunkel ist, dann sieht ihr mal das volle Potenzial dieser geilen Lampe. Kann ich nur jedem weiterempfehlen. Aber ich glaube, so das grüne Zelt, das Auto passt nicht dazu. Es muss auch grün sein, glaube ich. Ne, mal gucken. Ich habe erstmal andere Baustellen, die ich gerne nochmal erstmal bewältigen möchte. Da gehört halt das Folieren des Autos noch nicht dazu. Mal gucken. So, ich habe jetzt hier alles raus. Mache das hier zu, mache mir eine neue Montage fertig für Wels. Habe extra neue Haken gekauft gehabt und oh, dann geht die Leber mal ran. Ne? Gut, bis später. Also ihr könnt das hier sehen. Hier ist die Gimbal. Und ich weiß nicht, ob man das jetzt auf dem Video sieht. Die Lampe leuchtet. So, und wenn ihr so leuchtet, dann funktioniert sie nicht, weil es anscheinend zu kalt ist.
hat er reingeschlichen. Jetzt zieht er gerade ungewöhnlich viel Schnur. Wie ihr sehen könnt vielleicht. Ist aufgehört, jetzt zieht er wieder ein bisschen. Das kann natürlich sein, dass wenn man gleich ausschmeißt, auch gleich ein Biss hat. Der zieht schon rechts jetzt ab. Guck mal, entweder ist die Strömung so doll oder ich habe hier gerade wirklich einen Biss. Manchmal muss man ein bisschen warten, weil er dann erst den Köder runterschluckt. Ich hole erstmal den Kescher. Sicher, sicher. Falls noch einer anbeißt. So, ich habe hier noch ein paar coole Haken von Medkit gekauft. Ich persönlich finde die gut, weil die hier noch eine grüne Beschichtung haben. Die sind dann antistatisch, weil Welse das irgendwie anscheinend spüren können. Habe ich mal gelesen, aufgeschnappt. Finde ich auch ganz gut. Zusätzlich noch ein paar Tubes von Eurosom. Kommt extra aus Russland. Auch ein sehr guter Hersteller. Aber jetzt mache ich mich erstmal meine Montage fertig. So, ich wurde gerade gestört, weil gerade die Hecht-Zander-Route gerade losgeht. Mal gucken. Ja, geht ab. Da kann auch die Strömung sein, ne? Dass der tote Köderfisch einfach so die Strömung hochgetrieben wird. Wenn die Schwimmblase nicht kaputt ist, dann hat er ja immer noch mal einen gewissen Auftrieb. Ich weiß nicht, ob man das jetzt gerade sehen kann. Ich habe mich schon wieder gerade ein bisschen gepikst. Da, guck mal. Gut. Das ist das, was hier mega geil ist, ja? So, ihr seid gerade live mit dabei. Lass noch ein bisschen Schnur nehmen. Manchmal dauert das auch, bis er den Köder runterschluckt. So, jetzt muss ich Kontakt aufbauen und... Nee. Irgendwas ist dran gewesen? Ist dran? Irgendwas ist dran? Noch nicht? Ah, Gott. Irgendwas war aber bis eben noch dran. Hat den Nuss gelassen. Ja, es hatte sich den einzigen Köderfisch, den ich jetzt noch hatte. Hat er sich gemopst. Ah, shit. Das ist jetzt natürlich ärgerlich. Ja, jetzt habe ich halt nur Wurm. Würmer habe ich noch mit. Würmer und Hering. Ein Hering. Fischschwätzen wird vielleicht auch noch gehen. Mal gucken. Einfach mal ausprobieren. Wäre erstmal jetzt die nächste Instanz. Natürlich jetzt ärgerlich. Also irgendwas war dran. Ich habe es wieder gemerkt gehabt. So. Hier sieht man es vielleicht auf dem Video. Die Lampe blinkt. Es scheint ja nicht mehr zu funktionieren. Weil es halt einfach zu kalt ist. Ich werde es jetzt erstmal in meinen Schlafsack reinlegen und dann sehen wir mal weiter. So, ich weiß nicht, ob man das sieht. Hier. Schön mit Herings, Flusse und ein paar Würmer. Mal gucken, an der Elbe hat es funktioniert. So auf Aquabe zu angeln. Also, feuerfrei. So, jetzt bin ich wieder beim Angeln hier. Ich habe jetzt extra für ein bisschen mehr Licht gesorgt. Ich habe sogar extra noch ein Stativ gekauft gehabt. Das hatte ich ja letztens schon für meinen privaten Auftrag. Mein Arbeitgeber hat mich gefragt gehabt, ob ich nicht Lust hätte, ein Video zu drehen, weil er die Videos auf Instagram gesehen hatte. Und deswegen hatte ich dann extra dieses coole, was war da eben, coole Stativ gekauft. Zusätzlich noch das Gimbal, was ich euch mal gerne mal zeigen kann. Hier. So. An sich ist das ein richtig cooles Ding, wenn es halt warm ist. Ne? Dann kann ich mich fokussieren, dann folgt mir das Teil, das so, als wenn ich einen Kameramann vor Ort hätte, den ich momentan nicht habe, weil keiner Bock hat, mit mir angeln zu gehen, weil die meisten Leute keinen Angelschein haben. Warte mal, meine eine Lampe ist verrutscht. So, jetzt haben wir natürlich ein bisschen mehr Licht hier wieder. Ich muss selber für mich sehen, dass ich hier mich ordentlich sehe. Auf jeden Fall wird in Zukunft noch ein Mikrofon gekauft. Das kommt auf jeden Fall noch mit drauf auf meine Einkaufsliste. Das kommt als nächstes, das dann so mit Funk. Dann müsste ich mir aber noch ein anderes Gehäuse kaufen für die Kamera, damit die fest dran sitzt und nicht abrutscht. So kann ich dann, egal auf welcher Distanz ich mich denn so auf 10, 20 Meter befinde, ich habe immer den gleichen Ton. Das heißt, immer die gleiche Qualität. So, das ist auf jeden Fall eine Planung. So, wir haben es jetzt hier. Müsste ich selber mal nachgucken, wie warm das ist. Schubidu. Wie warm haben wir? Es wäre nur E-Verbindung. Es fängt gerade wieder an zu regnen, wie immer. Welch ein Glück. 8 Grad. 8 Grad haben wir es jetzt hier.
finde, es geht noch. Wie man sehen kann, ich mache mal nochmal mein Display an. So, wie man sehen kann, habe ich hier nochmal ein T-Shirt an und hier die Strickjacke. Reicht noch aus. Jetzt wird's kalt. Ach Quatsch, jetzt wird's kalt, sage ich schon. Jetzt fängt es an zu regnen. Der Köder ist ausgelegt. Der ist genau an einem Platz, wo viele, viele Köderfische sich versammeln. Ich hoffe, dass es dann, wenn ein Fisch kommt, es richtig knallt hier. Mit der Welt wird mal reichen oder 1,20. Alles, was größer wäre, würde ich sowieso reinschmeißen, weil mir hat einer letztens in den Kommentaren reingeschrieben, dass Wälse dann halt nicht schmecken, wenn sie zu groß sind. Nehme ich halt so an. Leute werden auch Erfahrung haben, die denken sich sowas ja auch nicht aus. So, ich glaube, ich müsste mal gucken, was Mindestmaß ist. 90 Zentimeter das Mindestmaß, glaube ich, habe ich jetzt so im Kopf. Müsste ich selber nochmal nachgucken. So, da habe ich jetzt dran gemacht Schweineleber und Wurm. Schön nochmal für den Duft, damit die Fische das auch aus weiter Distanzen riechen. Ich hoffe, dass der Wels dann halt so vorbeischwimmt, den Köder sieht und sich den reinzieht, weil so ein Wels so ein Vakuum erzeugt. Und dann zieht der mit ein Hatz, weil sie so einen riesen Maul haben, den Köder einfach rein. So, und dann hoffe ich, dass er natürlich den auch gleich hängt und ja, dass ich den austrennen kann. Ich versuche es auf jeden Fall mit aufzunehmen. Ich werde dann wieder die Kamera vom Stativ runternehmen. Dafür habe ich extra die Halterung hier. Die habe ich dann die ganze Nacht über an. Und wenn der Fisch beißt, dann werde ich natürlich die Kamera anmachen und dann könnt ihr dann live mit dabei sein. Na, hoffe ich mal. Location-mäßig ein bisschen paranoid irgendwie. Man denkt hier, also es raschelt hier ständig. Es sind ja auch viele Tiere hier. Man hört die Eule. Hätte ich hier ein besseres Mikrofon, vielleicht könnte man auch die Eule hören. Fuchs habe ich schon bellen hören, ein Frosch war vorhin hier. Vor Jahren, bevor mein Sohn auch geboren wurde, da war hier mal eine Ziehe. Auch mega verrückte Geschichte, aber da hatte ich die Kamera noch nicht mit dabei gehabt. Aber mir passieren immer ständig solche Sachen. Deswegen habe ich jetzt auch immer die Kamera mit dabei. Das hört sich immer so an, als wenn hier irgendwas so lang raschelt. Also wenn nicht für jeden was hier, die meisten Leute würden sich hier wahrscheinlich in die Hose kacken. Hier habe ich leider jetzt kein Holz, ich habe gerne hier im Feuer gemacht. Ist immer sehr gemütlich, finde ich. Finde ich sehr angenehm, aber man kann es halt nicht immer haben. Wenn halt viele Angler hier sind, deswegen mag ich lieber an anderen Orten angeln als jetzt hier. Dadurch, dass auch viel geregnet hat, ist der Boden matschig und da ist die Wahrscheinlichkeit, dass man sich festfährt, immer relativ hoch. Ist halt nun mal so. Ich habe leider kein Allrad. Mal gucken. Vielleicht ändert sich das irgendwann nochmal in Zukunft. Aber werdet ihr dann sehen, wenn es soweit ist. Ich weiß, ihr seht jetzt nichts, aber es hat eben mega geräubert. Auf der anderen Seite, da auf Höhe meines Köders. Also, ich bin gespannt heute, weil es war irgendwas Großes, was richtig Großes. Entweder ist ein Tier gerade reingesprungen oder wir haben einen Wels auf der Ecke. Also ich bin gespannt. Also wir haben schon mal hier 3 Stück in einer Nacht gefangen. Es wäre extrem geil. Also ich halte euch auf den Laufenden. So, wird auch sehen, dass ein Zander jetzt ist. Oh, mein Adrenalin geht, ne? Okay, hau ich mal an. Kannst vergessen, ey. Okay, noch unberührt. Aber war schon mal ganz gut. Was auch immer das gerade gewesen ist. Alles eingestellt, alles klar, gut. Deshalb braucht man einen schnellen Schlafsack, damit man schnell raus ist. So, Kescher wieder hingestellt. Gucken wir auch, ob die Welsrute auf Spannung ist. Jo, ist sie. Gut. Gibt's ja. Ins Warme. Aber es hätte sein können. Ne? Mega verrückt. Jetzt kommt gerade ein Auto hier rangefahren. Um die Uhrzeit hier hinten ist nämlich eigentlich gar nichts mehr in der Regel.
Okay, ist wieder umgedreht. Puh, Gott. So, hier ging die Angel eben nochmal. Also mega verrückt ist hier. Warum? Um diese Uhrzeit? Ich meine, das ist jetzt nicht mega spät, aber es hier ein Auto lang fährt. Nun gut. Geht gerade wieder richtig ab. Ist was drin? Ein Kescher? Immerhin. So. Hopp. Oh, mal wieder raus aus der Gefahrenzone hier. Ein Praxen. Oh. Ja, ja. Gut. Schön ist hier, jetzt muss ich erstmal hier den Haken rausholen. Der hat aber nicht tief gestuckt, oder? Geschafft. Gute Grüße. Mal. Hätte ich jetzt das weiße Licht an, würde jetzt wie wild rumwirbeln. Guck mal. Sehr schön. Okay, aber der kommt jetzt wieder rein. Ist leider nicht mein Zielfisch. Mal einen Köder ranmachen und dann geht's auch gleich wieder weiter. Hätte ich nicht gedacht. Also, aber ein Praxen kommt heute Nacht. Aber gut, erstmal neue Köder bestücken. Ich weiß gar nicht, ob man das jetzt hier allgemein sehen wird. Schnuck kommt natürlich wieder hier im Gummi ran. Damit es halt nicht von der Strömung weggezogen wird. So. Ganz einfach. Ganz einfaches Prinzip wieder. Gut, perfekt. Kescher auch wieder mitnehmen. Ich weiß nicht, ich glaube, hier sieht man sieht gar nichts hier, ne? Ist alles stockduster hier. Das Einzige, was man hier oben vielleicht sehen kann, ich dachte, ich habe die Tasche zu, ist der Mond da oben. Den kann man sehen. Sonst ist ja alles stockduster. Gut. Geht's jetzt erstmal wieder zurück ins Zelt. Da hat der Kescherweg seinen Einsatz gehabt. Ich meine, ich hätte ihn auch an Land ziehen können, aber für den Fisch ist es doch immer am schönsten, mit dem Kescher rausgeholt zu werden. Als wenn er an seinem eigenen Körpergewicht am Haken hängt. Das ist das Zelt. Das Auto. Und
ab. Wieder in die Koje. Kurz mal checken, ob die Angel noch gespannt ist. Ja, ist sie. Okay, gut, alles klar. Route mit dem Fischfetzen. Ich werde mal kontrollieren, mal gucken, was dran ist. Aber es scheint nichts dran zu sein. Leider nichts. Oh, scheint irgendwas dran geknabbert zu haben. Sieht zumindest so aus. Ich bin gerade mega aufgeregt. Weil eine Route gerade ging und ich weiß nicht wie. Ich glaube, das war die Welsroute eben. Also vom Klang her war das die Welsroute. Die gerade eben gebimmelt hatte. Okay, das war aufregend. Das war cool. Muss ich mal sagen. Gut. Gott, elektrisierend schon wieder sowas, ne? Schaue ich hier mal kurz mal nach. Ne, das war die andere. Definitiv die Welsroute. Also ihr seht, die Nerven sind gespannt. Also angespannt auf jeden Fall. Ach, ärgerlich, dass jetzt nicht mehr gebimmelt hat. Gucken. Warten ab. So, ich hoffe, man kann mich sehen. Ja, na klar. Gut. So, folgendes. Ich vergessen, was ich sagen wollte. Mega verrückt. Na gut, ein paar Aktionen sind. Habt ihr das gehört eben? Ein paar Aktionen sind. Das Groß ist gerade hochgesprungen. Könnte auch ein Biber gewesen sein. Ich muss mal gucken, ob ich das jetzt in den auf den Film auf. Ich würde auf jeden Fall schon mal Danke sagen im Voraus für die Leute, die mich neu abonniert haben. Für die Leute, die mich auf jeden Fall neu abonnieren werden. Mir macht Spaß an sich, die ganzen Videos zu schneiden. Ne? Ist natürlich alles ein bisschen zeitaufwendig. Habe ich ein bisschen weniger Zeit für meinen Sohn. Finde ich ein bisschen schade denn auch. Aber man kriegt das trotzdem alles unter einen Hut. Eigentlich mache ich das dann nur nachts. Also wenn er schläft, schneide ich dann die Videos. Dann kriege ich das auch immer ganz gut gemanagt. Ja, manchmal hat man komische Geräusche hier, dass man so ein Ast runterfällt oder so. Meine größte Angst ist ja einfach nur, dass hier mein Baum hier aufs Zelt fällt. Ne? Die Wahrscheinlichkeit ist immer sehr gering, ist aber trotzdem vorhanden. Deswegen kontrolliere ich auch immer den Lagerplatz. Also kontrolliere immer den Lagerplatz und sehe dann immer nach, haben die hier irgendwo Bäume, die krank sind, die tot sind, die umfallen könnten. Man kann natürlich nicht jeden Baum definieren, dass er kurz vorm Umfall ist, aber man kann doch schon die kranken und alten Bäume schon abschätzen, dass die Potenzial hätten, hier auf meinen Lagerplatz zu fallen. Das ist immer das Erste, was man machen sollte, wenn man einen Lagerplatz aussucht. Habe ich hier Bäume, die auf mein, die Potenzial haben, auf mein Zelt zu fallen? So, also es ist ja kein Einzelfall und lächerlich ist es auch nicht. Mein Vater ist das mal passiert, da ist ein Baum, genau da, wo er gesessen hat, nicht mal aufs Zelt, sondern da, wo er gesessen hat, ist ein Baum umgekippt. Also da, wo er gesessen hat, ist ein Baum umgekippt. Und da gab es auch andere diverse Angler im Internet, wo ich die Bilder gesehen habe, dass da ein Baum aufs Zelt gefallen ist. Sehr interessant gewesen. Gefährlich, wenn man so überlegt, was da hätte passieren können. Glimpflich geht die Sache definitiv nicht aus, deswegen immer aufpassen, Vorsicht walten bei der Lagerplatzsuche. Das geht fürs Angeln, ja, fürs Bushcraft und auch fürs Survival-Training oder allgemein fürs ganze Survival. Siehst du, jetzt habe ich einen Braxen gefangen, von denen hätte ich mich jetzt quasi ernähren können, also Ziel erfüllt in diesem Sinne. Was wollte ich noch dazu sagen? Hier eine blöde Fliege gerade auf meine. Sieht man die? Ja. Wo auch immer die wieder herkommt. Ja, immer wieder interessant. Also jede Nacht ist mal anders. Also man sieht's ja. Ich kann jedes Mal
beispielsweise auch dasselbe Gewässer nehmen, aber auch jedes Mal andere Szenen wieder aufnehmen, weil immer wieder was Neues passiert. Andere Fische, die beißen, andere Tiere, die einen da über den Weg laufen. Es ist gleich kein Tag den anderen einfach. Und das macht das alles so ein bisschen spannend. Ein bisschen anstrengend, einen Arm zu halten. So. Was ich auch mega cool finde, mein Arbeitskollege hat mir erzählt, dass seine Schwiegermutti mir auf Instagram folgt und auch, glaube ich, die Videos angeguckt hatte. Da auf jeden Fall nochmal vielen Dank dafür. Und ich würde mir auf jeden Fall Mühe geben, halt immer wieder die Videos zu verbessern, mehr Inhalt mit reinzubringen. Das Problem ist denn für mich, wenn ich nicht so viel Zeit habe, so wie heute, dass ich gar nicht die Möglichkeiten habe, mehr vorzubereiten. Das ist bei der Lagerplatzsuche. Ich habe wirklich viel überlegt, okay, wo gehe ich jetzt angeln? Wo habe ich Potenzial, auf Wels zu gehen? Natürlich ist die Warnow groß. Und über könnte natürlich sein Wels stellen, könnte im Wels versteckt sein. Aber dadurch, dass ich wusste, dass ich hier schon mal drei hatte, habe ich so gedacht, okay, vielleicht kriege ich hier meinen Wels endlich mal. Aber wahrscheinlich wird mich die Nacht auch wieder leer ausgehen lassen. Aber noch ist die Nacht nicht vorbei. Ja, kein Zander. Hecht wäre mir jetzt erstmal egal, aber Aalquappe, da wäre ich richtig heiß drauf. Wenn ich so überlege, wir waren mal an der Elbe vor einigen Jahren, also mein Vater und ich, und hatten wir Sternstunden. Wir hatten wirklich, ich habe 11 Aale gehabt und dann 2 Aalquappen. Da hatte ich meine erste Aalquappe gefangen. Mega genial. Gibt's halt hier in der Warnow auch. Ist ja halt doch schwierig zu angeln. Ich finde, wie gesagt, allgemein ist die Warnow ein schwieriges Gewässer. Wenn ich überlege, wenn wir an der Elbe waren, wie viel Fisch wir da hatten, war das doch wesentlich geiler, macht mehr Spaß. Hast natürlich auch nicht so die Erholung, nicht so den Schlaf wie hier, aber halb so wild. Man muss sich halt einfach durchprobieren und ausprobieren, wie das so am besten funktioniert. Nicht immer gleich die Flinte ins Korn werfen. Bloß weil es mal 1, 2, 3 Tage mal, wenn man mal angeln geht, nichts beißt. So. Oh, das ist schön schön, der Training für meine Arme. Gut, ja, was ich auch immer mega verrückt finde. Das sind immer so die Personen auf Instagram, die man so folgt oder auch mal, auch kennt selber, ne? Und, ist dann meistens immer so, dass die Frauen immer Bilder von sich posten und dann immer richtig viele, die kriegen extrem viele Likes dafür, nur weil sie sich selber darstellen einfach. Das heißt, sie posten jeden Tag oder alle 2, 3 Tage ein Foto von sich und das war's dann. Nur von sich, nichts von anderen Sachen, so wie andere Leute, die dann gewisses Content mit reinbringen, die dann posten, dass sie zum Sport gehen, dass sie andere Sachen machen, dass sie sehr aktiv sind. Diese Menschen posten einfach nur sich selber. Ich kann es nicht nachvollziehen. Also wenn ich Leute folge, dann folge ich denen, weil ich die kenne, aber nicht, weil sie einfach nur hübsch sind. Also ich verstehe es nicht, warum die Kerle dann einfach so darauf abfahren, auf hübsche Frauen, die denn zu folgen, die einfach nur regelmäßig nur sich selber posten. Also nichts anderes. In den Stories siehst du ab und zu mal ein paar Gerichte, weil sie essen sind, was ich auch immer mega dämlich finde. Da wird Instagram einfach in dieser Art missbraucht. Instagram ist für mich was Großartiges, weil man da sich viel austauschen kann mit anderen Leuten, mit gleichgesinnten Menschen, die gleichen Interessen haben. Deswegen verfolge ich auch nur den Leuten, für die ich Interesse habe. Zwecks Angeln, Outdoor, Freunde, die man natürlich kennt. Das heißt, warum sollte ich denn auch Leute folgen, die ich halt nicht mögen würde? Ne? Das geht genau das gleiche wie bei YouTube. Warum soll ich Leute bei YouTube beobachten, Videos angucken, für die ich gar kein Interesse hätte oder die Scheiß oder für mich persönlich nicht mein Content bringt oder dass sie Videos posten außerhalb meines Interessensfeldes und dann werden die noch schlecht bewertet. Oh Mann, ey, das geht schön auf die Arme. Wisst ihr, was ich meine? Also, warum soll ich mir Leute angucken, die mir nicht gefallen, das regelmäßig, um die dann schlecht zu bewerten? Also, ergibt für mich gar keinen Sinn. Deswegen gucke ich mir keine Leute an, die mir überhaupt nicht gefallen. So, erspare ich mir auch den Dislike-Button. Also der, naja. Und dann werden andere Leute noch gehatet, werden beleidigt und dann frage ich mich, haben die Leute nichts Besseres zu tun, als andere Leute im Internet beleidigen oder zu drohen teilweise auch. Gibt es ja auch einige YouTuber,
die dann von anderen Menschen bedroht wurden und auch, wo auch Gewalt ausgeübt wurde, kann ich nicht nachvollziehen. Aber ja, die Leute machen das freiwillig und alles, was ich gucke, ist freiwillig. Ob es bei YouTube ist, ob es bei Instagram ist. So, wenn ich Leute nicht mag, gucke ich sie mir jetzt gar nicht an. Und das ist gut, das ist doch verschwendete Lebenszeit. Ja, da brauche ich aber die Leute doch nicht drohen oder Gewalt ausüben lassen. Also das ist, passt nicht in meinen Menschenverstand, solche Sachen eben, ne? Die Sachen und die Sachen bei Instagram, dass die Leute sich einfach nur selber immer zur Show stellen. Also wenn ich was sehen möchte, dann möchte ich Hobbys sehen, Aktivitäten, sowas in der Art. Was habe ich davon, wenn ich jeden Tag die gleiche Fratze sehe? Also schön ist das nicht. Also, naja. Deswegen habe ich aufgehört, sowas zu liken, um sowas erst gar nicht zu unterstützen. Naja, gut. Hier erstmal Cut. Ende von mir, von meiner Seite. Mal gucken. Abend ist ja noch lang. Wir haben es ja jetzt vermacht. Ich muss mal kurz mal... Wo? Kann ich hier? Nee, kann ich nicht. Wir haben es jetzt 0.22 Uhr. Ist eine Autofokus. Gut. 0.22 Uhr haben wir es jetzt. Sonst ist die Nacht noch jung. Manchmal hat man noch 3 Uhr morgens immer ein paar Aktivitäten. Und die Nacht ist noch nicht vorbei. Vielleicht kommt der Wels ja nochmal. Ja, man klappt es bestimmt. Mal sehen. Nicht aufgeben. Das ist das, was ich euch gerne vermitteln möchte. Na, egal wie sinnlos das ist oder wie unwahrscheinlich solche Sachen sind, dass jetzt an meine Angel jetzt ein Wels kommt. Ist es aber wieder genauso wahrscheinlich, dass es passieren könnte. Na, wenn ich nicht angeln gehe, kann ich keinen Fisch fangen, ganz einfach. Wenn ich es versuche, besteht die Wahrscheinlichkeit. Ist aber nicht maßgebend. Oder sie ist nicht zu 100%, dass sie halt beißen sollte. Und da schwimmt die Eule mit Horn. Mal schauen. Okay, also wenn was kommt, berichte ich das natürlich und dann schneide ich das hier wieder mit dem Video mit rein. Dankeschön. Ich weiß nicht, warum ich das nicht mitgekriegt habe. Aber die Welsrute wird ausgelöst. Das hängt natürlich irgendwo fest. Das ist krass, ey. Also ich muss jetzt quasi der Spur folgen. Wohin die Route geht. Gut. So, da vorne ist die Reißleine. Mal gespannt. Okay. Ich weiß nicht, ob man das jetzt auf dem Video noch sieht, aber was mega verrückt ist, dass halt der Ast sich entfernt hat von der Stelle. Natürlich auch mal eine Route dran war. Meiner Meinung nach war er da fest verkeilt. Um 3 Uhr morgens habe ich gesehen. So müsste ich den nochmal neu auslegen. So, die Route ging wieder los. Zwillingstonne. Was haben wir hier? Braxen. Aber das ist ein bisschen größer als der letzte. So, guten Morgen. Ja, war eine aufregende Nacht. Wir haben es jetzt 2 Grad schon. Und ja, ist viel passiert die letzte Nacht, aber dazu mehr nachher, wenn ihr das Video seht. Ich will hier gar nicht aufstehen, weil es so schön warm ist. Das ist, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, hier. Da. 2 Grad. Und hier ist es warm wie zu Hause im Bett. Also, das ist wirklich der Wahnsinn. Das ist ein richtig geiler Schlafsack. Mal gucken. Hier fuhr gerade noch ein Auto vorbei.
Ich weiß nicht, ob es ein Jäger oder ein Angler gewesen ist. Mal gucken. So, wunderschön guten Morgen. Ja, die Nacht war wieder ziemlich aufregend. Wir haben jetzt aktuell gerade 2 Grad. Es ist ziemlich frisch. Also muss ich mich jetzt ranmachen, alles einzuräumen, damit mir auch warm bleibt. Na, also der Schlafsack ist natürlich mega geil. Also ich habe nie das Gefühl gehabt, dass ich da heute gefroren habe. Und ich denke, bis den Minusgrad geht er locker nochmal rein. So, hier haben wir nochmal gerade die geile Guten Morgen Location hier. Wird auch ganz schön mit anzusehen jetzt hier unten. Mega, mega schön. Vor allen Dingen jetzt auch hier hinten, wo der ganze Nebel noch aufkreuzt. Ja, das Anstrengendste ist immer bei den Temperaturen noch das ganze Equipment halt einzuräumen, aufzubauen. Und hier auch nochmal sehr schön. Gut. Also, man muss sich da keine Sorgen machen, wenn ich jetzt hier irgendwo draußen schlafe. Also, wenn ich schlafe, friere ich überhaupt nicht. Nur weil ich außerhalb des Schlafsacks bin. Es ist ganz schön frisch, aber da muss man sich ein bisschen mehr anziehen oder eben ein bisschen arbeiten. Gut, ich werde hier nochmal versuchen. Leider ein bisschen überbelichtet sehe ich gerade. Naja, okay, gut. Ich werde jetzt hier zusammenräumen, die Angel reinholen und dann mal sehen. Ja, wieder nicht so erfolgreich. Fische gab es ja trotzdem. Halt nicht, immer noch nicht den Zielfisch. Oh, die Zielfische. Aber das hat auch dem zu Schulden gehabt, weil ich nur einen Köderfisch hatte. Ja, und wenn ich hätte Zeit haben wollen, dann nur mit Köderfisch. Meiner Meinung nach, die fahren nicht so mega ab auf Wurm. Hier zumindest nicht. Also wenn ich Zander dran hatte, dann immer auf Köderfisch. Und es war ein bisschen schade, dass ich hier keine mehr vorrätig hatte, aber nicht so schlimm. Ja, beim nächsten Mal klappt es bestimmt auch. Thank you.
So, das war auf jeden Fall wieder mehr oder weniger erfolgreicher Angeltag. Hätte ich jetzt auf Braxen geangelt, wäre es natürlich mein Zielfisch gewesen und dann wäre alles prima. Ne? Aber so war es diesmal leider nicht. Ist auch nicht so schlimm. Jetzt bin ich jetzt mal auf dem Weg nach Hause, muss mein Auto wieder ausräumen. Haufenweise Arbeit. Aber was ich jetzt dazugelernt habe, ist, dass es immer am besten ist, Handschuhe mitzunehmen. Gummihandschuhe. Halt, nein, nicht komplett Gummi, sondern natürlich auch Stoffhandschuhe. Bei den Temperaturen ist das Metall vom Zelt, vom ganzen Gestänge und allgemein alles so kalt, dass es so unangenehm ist, alles zusammenzupacken. Ich habe heute jetzt mal aus Erfahrung der letzten Angelsession mir Handschuhe mitgenommen und jetzt ist einwandfrei. Mein Auto ist wieder vollgeräumt bis oben hin. Macht es auf jeden Fall wieder Spaß, alles rauszuräumen. Aber man lernt immer ein bisschen was dazu. Wie ich halt gesagt habe, kein Tag ist wie der andere. Was ich noch ganz vergessen habe, das Boot. Das Boot ist dafür da, dass wenn ich beispielsweise einen Wels habe, ihn von Land nicht aus gedrillt kriege, weil er durch irgendwelche Hindernisse gerade geschwommen ist, kann ich flexibel mit dem Boot einfach vor Ort hinfahren und die Situation versuchen zu lösen. Das kann funktionieren, muss aber nicht, aber deswegen habe ich immer das Boot mit dabei. Ne? So, oder wenn ich mal einen Hänger habe, ist es ganz praktisch. Oder was ich ja eigentlich ursprünglich vorhatte, wäre ich nicht im Stau gewesen, dann wäre ich noch definitiv an einen anderen Angelplatz hingefahren und hätte mich da niedergelassen. Weil da waren immer wieder Passanten, die dann morgens natürlich auch gleich hingefahren sind, haben geangelt und ein bisschen nervig. Ich mag lieber so die Ruhe, die Natur einfach an sich, ohne dass da Leute, die ich nicht kenne, vor Ort sind. Was jetzt nicht so schlimm ist, aber ich genieße gerne die Ruhe einfach, die ich dann habe. So, jetzt geht's ab nach Hause. Haben wir einen kleinen Weg vor mir. Aber den nimmt man gerne mal in Kauf. 2 Grad. Also wir kommen wahrscheinlich beim nächsten Mal, wenn ich beim Angeln bin, wird schon knackig Minusgrade haben. Ich muss mal gucken. Ich würde gerne mal wieder auf die Insel fahren. Mal gucken. Also wo es das nächste Mal hingeht, weiß ich noch nicht. Wenn das Wasser nicht gefriert, kann ich natürlich zuversichtlich sagen, geht's auf die Insel. Also schön einschalten und mal sehen, was das dann wird. Auch immer wieder spannend, weil auf die Insel kommt keiner rauf, der kein Boot hat. So, jetzt höre ich nicht, welche Angelplätze ich hier beangel. Auf Gründen dessen, wenn es mal irgendwann populär wird, dass die ganzen Leute dann hier ist schon am Schild vorbeifahren, die ganzen Angelplätze ausspotten, hinfahren und dass dann ein Angeltourismus entsteht. Ich möchte nicht unbedingt haben. Naja, gut, warten wir ab, was das wird. Also, wenn es das nächste Mal nicht friert, wenn ich losfahren sollte zu angeln, dann werde ich los und werde dann auf eine Insel rauffahren, wo ich dann definitiv meine Ruhe haben werde. Eventuell. Außer es kommen auch andere Leute mit dem Boot vorbei. Mal sehen. Es gibt ja natürlich ganz andere, viele andere Spots hier noch. Überall in Mecklenburg-Vorpommern, die man bei angeln gehen kann. Da muss man natürlich auch mal wieder weite Fahrwege in Kauf nehmen. Aber so ist es denn eben. Es ist halt irgendwo ein Hobby. Andere rauchen. Andere gehen ständig auf Party und geben da Unmengen an Geld aus. Für mich ist es dann immer das Angeln an sich, dass ich dann hier meine Ruhe habe. Gut, alles klar. Ich verabschiede mich hier erstmal. Ich werde schon wieder überholt. Die Leute haben alle keine Geduld. Oder hier ist 100 und ich fahre hier einfach nur 80. Unbegründet. Okay, gut. Alles klar. Haut rein. Und wir sehen uns bis. Haut rein und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. So. Und wenn ihr euch immer fragt, wie kriege ich, kleiner Mann, so ein großes Boot hingeschleppt ans Wasser, zeige ich euch das gleich mal gerne. So. Dann will ich erstmal die Kamera ordentlich positionieren. So. So. Jetzt denkt ihr, wie blöd ist der denn? Der filmt jetzt hier sein Boot, aber ihr werdet gleich sehen. Die Kamera wird mir folgen. Falls ich nicht im Bild stehe.
gut, ich dachte, die Kamera folgt nicht. Warum ich das Boot mit habe, dazu später mehr.